Seit einem Jahr bin ich hauptberuflicher YouTuber, mache nichts anderes um Geld zu verdienen und heute ist es Zeit das erste Jahr Revue passieren zu lassen. Guten Morgen! Ich habe ja exakt vor einem Jahr beschlossen, dass ich versuchen werde nur noch Geld zu verdienen mit dem was einerseits Sinn macht und andererseits was von mir auch gerne getan wird. Und die Welt zu verbessern mit Informationen und Inspiration auf einem YouTube Kanal, das fühlt sich nach wie vor richtig und gut an. Ich möchte dabei nicht in irgendeiner Weise einen perfekten Lebensstil propagieren. Das ist das, was viele verstehen, was aber nicht der Sinn des Kanals ist. Also ich möchte nicht sagen, ihr müsst alle tolerant werden oder ihr müsst alle vegan essen oder anfangen offene und bedingungslose Liebe zu praktizieren, sondern ich möchte einerseits anhand meiner Erfahrung euch Alternativen aufzeigen und andererseits euch mit aktuellen Informationen über einen bewussteren Lebensstil informieren, die ihr nutzen könnt, um euer Leben bewusst zu gestalten, in welcher Form auch immer. Ne? Das ist ganz wichtig. Nie als Dogma, nur als Anregung. Dabei habe ich noch einiges zu tun und die Arbeit an der Sprache, an dem Übermitteln der Informationen und die Reduzierung der Komplexität meiner Aussagen, das steht in diesem Jahr auch ein bisschen im Vordergrund. Ich möchte besser verstanden werden. Und natürlich kann man sich in die Ecke setzen und sagen, heulen und wieso versteht mich keiner oder man schiebt das eigene Ego mal beiseite und konzentriert sich einfach mal darauf, dass man selber an sich arbeitet, dass man eben besser verstanden wird und ich werde eben nicht immer verstanden. Das ist einfach ein Fakt. Und mit diesem Wegschieben des Egos und mit dieser Schaffenskraft Sachen, ich arbeite an mir, dann also dass ich mich verbessere in dem wie ich mich ausdrücke, so reduziert man ja auch zeitgleich zumindest ich ja die Nacharbeit die man in den Kommentaren hat, wo ich mich ganz oft wiederfinde und den Sinn des Videos nochmal erklären muss und na, das kann es eigentlich nicht sein und da habe ich schlecht gearbeitet in diesem Jahr. Ich habe schlecht gearbeitet. Ich habe es nicht geschafft, meine Informationen oft in den Videos so rüberzubringen, wie ich das wollte. Natürlich, ein gewisser Teil der Menschen wird das Video immer nicht verstehen, weil es oft emotionale Trigger enthält, die den Verstand blockieren. Das ist bei mir genauso bei manchen anderen Videos. Dagegen kann ich nichts tun. Ne? Und ich kann und will natürlich auch nicht allen recht machen. Genau das Gegenteil ist der Fall, wenn es um Bewusstmachen geht, dass man eben oft anstößt. Aber eben versucht das ganz klar zu formulieren und vielleicht die emotionalen Trigger, wenn es denn möglich ist, außen vor zu lassen. Kommen wir nun zu den Einnahmen, die ich bei YouTube und den damit verbundenen Einnahmenquellen generiert habe. Erst einmal ist eine steigende Tendenz von letzten Januar bis heute zu erkennen. Also in dem Jahr ist eigentlich kontinuierlich sind die Einnahmen gestiegen, zumindest im 6-Monats-Mittel. Und wenn das so weiterläuft, ist auch die Frage beantwortet, kann man von YouTube leben? Und vor allem nicht nur einfach von YouTube generell, sondern mit Themen, die nicht der Unterhaltung dienen, sondern die eben den Verstand anregen und die wirklich wichtige, aus meiner Sicht, Werte schaffen. Vor gut einem Jahr hatte ich mal einen Kommentar gelesen von Magda, einer ehemaligen Zuschauerin des Kanals, und sie hat folgenden Satz geschrieben. Ich werde diesen Satz nicht vergessen. Christian, machen wir uns nichts vor. Wir beide wissen, dass du niemals von YouTube leben kannst. Diese Einstellung und ihre generelle Opferrolle und geistige Fixierung haben dann auch irgendwann konsequenterweise dazu geführt, dass sie den Kanal deabonniert hat. Denn was passiert, wenn man erkennt, dass man falsch liegt und in dieser Opferrolle gefangen ist? Man müsste seine Glaubenssätze kritisch hinterfragen und das können viele nicht. Und genau das sind die Menschen, die meinen Kanal dann auch wieder irgendwann deabonnieren, weil sie genervt sind oder weil sie aus irgendeiner Weise eine Aversion, eine Barriere bilden, obwohl sie vielleicht irgendwann gesagt haben, oh ja, weil es gerade ein Thema war. Also wo sie Hurra geschrien haben, wo ich die Überzeugung geteilt habe und ihre Argumente bekräftigt habe, aber sobald dann Themen gekommen sind, die nicht ihren Glaubenssätzen entsprechen, die wehtun, dann eben Probleme bekommen. Aber das ist das viel Wichtigere auf diesem Kanal, dass ich wehtue. Das ist wichtig. Nicht, dass ich euch die Eier schaukle. Das ist nicht wichtig. Da kommt ihr nicht voran. Ich muss wehtun. Ne? Also das ist ein ganz großer Kern von meiner Arbeit. Und dieses Wehtun
einerseits auf einer gedanklichen Ebene, dass das so schmerzt, aber andererseits nicht zu sehr emotional zu triggern. Da liegt so die goldene Mitte, was ich erreichen möchte. Und das geht nur über eine ganz klare Kommunikation, über einen klaren Verstand. Und das ist eine richtig schwere Aufgabe. Aber gerade weil sie so schwer ist, macht es das auch so reizvoll. Ne? Dogmatisches Denken hat auf diesem Kanal keinen Platz. Ich wiederhole das gerne immer wieder. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Hier muss jeder irgendwann mal sein Richtig in Frage stellen. Sonst profitiert er nicht von dem Kanal. Er muss seine Glaubenssätze überdenken. Und das gilt für Euch genauso wie für mich. Wenn ich ein Video mache, ist das mein aktueller Glaubenssatz, meine aktuelle Bewusstheit. Durch Eure Kommentare habe ich das Feedback und ich entwickle eine neue Bewusstheit. Und ihr seht es ja auch in den Kommentaren, dass ich sozusagen auch dass es mir möglich ist, selbst zu reflektieren. Natürlich, nicht jede Kritik kann ich sagen, ja, du hast recht oder was, aber in erster Linie bedanke ich mich erstmal für die Kritik, atme durch, lese die Kritik durch. Und wenn meine Bewusstheit dann immer noch sagt, nein, das was du schreibst, das sehe ich ein bisschen anders, dann ist das eben so. Aber es geht auch um den Respekt. Ne? Ja, und Bewusstheit bedeutet eben, was tue ich, warum tue ich etwas und was sind die aktuellen Informationen und nichts weiter. Das bedeutet also nicht, ich wiederhole mich, aber bewusst wiederhole ich mich, dass ich sage, ihr müsst so oder so handeln. Okay? Geistige Evolution kommt von innen. Nicht davon, dass jemand erklärt, was richtig oder was falsch ist, sondern über Erfahrung und Erkenntnis aus dem Selbst. Und genau das will ich vorantreiben. Genauso wie das Teilen meiner Liebe mit den Menschen. Es bringt nichts zu sagen, ich liebe alle. Aber man muss dieses Statement auch mit Taten untermauern. Ich beantworte jeden Kommentar. Ich treffe jede Woche Menschen, die mich kennenlernen wollen. Wir reden Donnerstagabend offen und ehrlich stundenlang miteinander in den Live-Talks über unsere Probleme, über unsere Gedanken, über unsere Gefühle. Ich veranstalte die Rohkost-Potlucks. Ich setze mich gerne jeden einzelnen Tag hin und arbeite von früh bis abends daran, die Welt zu verbessern. Und das kann man nur, wenn man die Menschen liebt. Sonst funktioniert das nicht. Wenn man das wirklich intrinsisch tief möchte. Seit 2014 kommt jeden Tag ein Video und ich habe knapp 100.000 Fragen oder Kommentare beantwortet. Mein Leben ist nur darauf ausgerichtet, die Welt und die Menschen zu verbessern. Zumindest aus meiner Sicht. Das muss ich dazu sagen. Der eine oder andere wird vielleicht meine Haltung sagen, wow, du machst die Welt viel schlechter. Ich akzeptiere das. Ich kann nur nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Ich habe und ich brauche auch keinen Urlaub. Ich lebe derzeit von 150 Euro im Monat, was Essen und Trinken angeht. Und ja, verkaufe auch sukzessive meinen Besitz. Und alles, was ich mir wünsche, ist dieses Leben genauso weiterzuführen. Undenkbar für jemanden, der die Menschen nicht liebt. Und wenn ich irgendwann mal 2, 3 oder 50.000 Euro im Monat verdienen sollte, dann werde ich mir kein teures Auto kaufen oder ständig in den Urlaub fahren und Euch im Stich lassen, sondern das langweilt mich und ich lasse mich gerne auf diese Aussagen festnageln. Ne? Also bookmark dieses Video und zeigt mir das, vielleicht werde ich das wirklich machen und wenn ihr mir das Video zeigt, dann werde ich wieder bewusst, das bedeutet nämlich, dass ich unbewusst geworden bin. Das heißt, ich bitte Euch sogar darum, dieses Video zu bookmarken und dieses Video irgendwo ganz fest in Eurem Kopf zu behalten, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr mich noch eine Weile verfolgen wollt und dann müsst ihr mich abonnieren, das findet ihr dann irgendwo unten oben rechts links. Aber ja, also da wirklich drauf, ja, lasse ich mich festsetzen. Ne? Ich werde das Geld einsetzen für mein Ziel, die Welt zu verbessern. Weil Geld für mich, das habe ich eingesetzt. Bis in mein 30. Lebensjahr habe ich alles mehr kaufen können, was ich wollte. Ich habe im Luxus gelebt, ich habe das Leben hinter mir. Ich brauche das nicht mehr. Ne? Ich kann jetzt wirklich mein Ideal leben und befreit leben. Bis ich eben dann irgendwann keine Energie mehr habe und dann hoffentlich ohne großes Trara einfach sterbe. Und ich bin kein dummer Mensch. Wenn ich erkennen würde, dass ich hier einer Illusion hinterherjage und nichts bewirke, dann würde ich etwas anderes machen. Aber was hier entsteht, dass wir derzeit 6000 Menschen sind, das ist etwas Wunderbares. Hier wird einander geholfen, hier ist man füreinander da und hier entsteht eine Gemeinschaft. Ohne physische Grenzen. Nichts auf dieser Welt hat für mich mehr Bedeutung als diese Gemeinschaft wachsen zu sehen. Und wisst ihr, was ihr hier leistet? Nicht nur was ich leiste, indem ich mich jeden Tag vor die Kamera stelle, was ihr leistet.
Ihr habt mit eurem Support einen Kanal mit 6000 Abonnenten in finanzielle Sphären gebracht, wo Kanäle mit 100.000 Abonnenten nicht sind. Das ist kein Blabla. Ich habe in diesem Monat mit diesem Kanal 652 Euro verdient. Ich kenne mittlerweile sehr viele YouTuber, auch größere, die davon nur träumen können, so eine Summe zu erwirtschaften. Da sind die Menschen von euch dabei, die per Patreon oder Überweisung mir monatlich einen fixen Betrag zahlen, sei es nur 1 Euro oder einmalig mir Geld zukommen lassen, ohne dass sie es müssten. Da sind die Menschen dabei, die einfach freiwillig, bevor sie bei Amazon einkaufen, einen Link von mir anklicken, einen Amazon-Link und dadurch helfen. Da sind Menschen dabei, die die Werbung vorher anklicken und alles solche Menschen, alles bewusste Handlungen, die man automatisiert nicht macht, die man aber trotzdem macht. Und das ist das Auslösen der Bewusstheit und das ist das Zeichen. Hallo, da geht was. Da geht was. Na? In all diesen Zahlen, Patreon, Amazon und YouTube-Einnahmen, performe ich überdurchschnittlich zu Kanälen mit denselben Abonnentenzahlen. Und nicht nur, weil ich ständig dazu aufrufe, dass ihr gefälligst meine Links über meine Links kaufen müsst oder dass ihr verdammt nochmal 1 Euro mir geben müsst jeden Monat oder dass ich das nächste Video release oder dass ich jetzt Geld brauche, weil ich jetzt das nicht mehr finanzieren kann alles und sowas. Nein, das mache ich nicht. Ihr macht das, weil ihr es tun wollt. Weil ihr es tun wollt. Und wisst ihr was das ist? Das ist Liebe. Das ist Liebe. Ich tue jeden Tag das machen, weil ich das will und ihr macht das, was ihr wollt. Wir machen das alles freiwillig und keiner sagt du musst. Wir machen das freiwillig und das ist Liebe. Ein Let's Gamer unterhält die Zuschauer nur, was sicher auch seinen Wert hat. Aber diese YouTuber kreieren mit ihren Zuschauern keine neue Gesellschaft, keine neue geistige Evolutionsstufe. Ich bin ein Rädchen, was sich mit euch und durch euch dreht und gemeinsam wachsen wir. Wenn wir uns nicht lieben und nicht respektieren, dann fällt hier irgendwann alles zusammen. Und das muss nicht an euch liegen, das kann auch an mir liegen. Dann fällt ja einfach alles zusammen, wenn keine Liebe mehr da ist. Wenn ich die Liebe nicht mehr spüre, wenn ich meine Liebe nicht mehr spüre zu den Menschen, was mir unvorstellbar erscheint. Aber wenn diese nicht da ist, dann ist es egal, ob ich dann 30.000 Euro im Monat hier verdiene oder sowas. Es gibt immer Möglichkeiten Geld zu verdienen. Ich habe ja schon in diversen Selbstständigkeiten immer wieder bei Null angefangen und immer wieder bin ich dazu gekommen davon leben zu können. Das ist überhaupt kein Problem. Mit genügend Idealismus und mit Freude an der Arbeit kannst du überall dein Geld verdienen. Liebe. Die Liebe ist das Entscheidende und die Liebe ist das woran wir alle gemeinsam wachsen. Und das ist gut so. Denn nur was von Liebe getragen wird, das hat auch Stabilität. Das muss uns allen klar sein. Ihr seid eine Elite, eine Avantgarde. Und ja, ich weiß, das hört sich nach Erhöhung oder nach Sektenbildung an. Aber es ist vollkommen normal, dass sich zu jeder Epoche der Menschheit eine Avantgarde bildet. Das sind die Vordenker. Die gab es immer und die wird es auch immer geben. Das ist ein Fakt. Und darauf zu bestehen, dass wir alle gleich weit denken können, nur um den Vorwurf der Arroganz von uns zu weisen, das ist ein Dogma. Und ja, wir sind auch nicht immer alle einer Meinung. Aber wir wissen, es geht nicht um die Meinung, es geht um Bewusstheit. Wir sind die geistige Evolutionsstufe, die nicht mehr in Schwarz-Weiß denken wird. Wir sind die Menschen, die nicht unbewusst urteilen, Menschen, die mit Liebe und mit Mitgefühl die Welt revolutionieren werden. Wir sind die Zukunft. Mit jedem neuartigen Gedanken, mit jedem kritischen Hinterfragen, egal in welche Richtung er geht und mit jeder liebevollen Geste ändern wir diese Welt. Danke, dass es Menschen wie euch gibt, die tatsächlich hier gemeinsam und etwas mit mir zusammen schaffen. Für sich und damit für die ganze Welt. Ich liebe euch.